Okay, in ganzer Größe. Dann lasst uns wieder beginnen mit den Kniebeugen, mit dem Durchschwingen. Dann werdet ihr nämlich so richtig warm, ja? Nach unten durchschwingen und hoch. Schwing mal die Arme mit. Genau. Das bringt den Kreislauf so ein bisschen in Schwung. Okay, atmet. Tief ein und aus. Drück deine Beine nach oben richtig durch. Gut. Und dann schwing deine Arme ruhig so hoch, wie es dir angenehm ist. Streck dich ganz lang. Aha. Und damit mal größer, roll dich nach vorn auf den Ballen. Pass auf deine Deckenlampe auf. Hebe deine Fersen hoch. Jawohl. Komm, du schaffst noch vier. Puh. Noch zweimal. Gut, und dann heb mal dein rechtes Knie nach oben an und senk es. Einfach anheben. Deine Beine ein bisschen Bewegung bringen. Und die Arme nimmst du locker mit. Jawohl. Hoch und zurück. Lass die Arme ruhig schwingen. Halte deine Brust aufrecht. Genieße den Moment. Noch zwei. Und dann lass dein Bein mal nach außen kreisen. Die Hüfte ein bisschen nach außen rotieren. Ja. Yeah. So hoch du das Bein heben kannst und so weit du es an die Seite ziehen kannst. Die Hüfte bleibt vorne zu mir gerichtet. Gut. Und dann mach mal einen Seitenwechsel. Von außen nach innen. Ja. Ein Richtungswechsel. Auch hier, das Bein so hoch du kommst. Noch zweimal. Und dann das linke Bein vor und zurück. Das Knie leicht eingebeugt. Locker nach vorne. Und stell es hinten ab. Ja, so ist es gutes. Gut. Im Oberkörper kannst du gerne so ein bisschen mitbewegen. Nach vorn, nach hinten. Jawohl. Noch viermal. Zwei mehr. Und auch hier das Bein nach außen rotieren lassen. Die Hüfte. Ja. Stell deine Hände am besten in die Hüfte, dann sind sie weg. Ja. Dreimal. Versuch das Gleichgewicht zu halten. Richtungswechsel von außen nach innen. So. Hier im Becken in der Hüfte brauchen wir die Wärme. Für unsere erste Übung. Dann noch zwei. Dann kommen wieder in die Kniebeuge. Schwing durch. Schwing durch. Und hoch. Jawohl. Okay. Lass deine Arme oben. Lass sie oben. Streck dich mal von rechts nach links. Mach dich ganz lang. Ja. Yeah. Noch vier. Wunderbar. Deine Arme in die Seite auf Schulterhöhe und dann rotiere mal deine Handinnenflächen nach unten und wieder nach oben zur Decke. Nach unten. Jawohl. Und jetzt dreh mal so weit du kannst deine Hände. Vielleicht schaffst du sie beide Male bis zur Decke nach oben zu drehen. Roll dabei deine Schulter nach vorn und richte dich wieder auf. Vor und zurück. Halte dabei Bauchspannung und den Po leicht angespannt. Wenn du magst, etwas schneller. Vor und zurück. Langsam, bis die Arme warm werden. Dann wird's gut. Noch vier. Zwei noch. Okay, halte deine Arme noch einen Moment hier oben. Handinnenflächen schauen nach oben. Und du bewegst jetzt nur im Oberkörper, nicht einmal nach rechts, rotiere. Zur Mitte und nach links. Nach links, dein Becken bleibt stehen und zurück. Ein bisschen schneller, wenn du machst. Rechts, Mitte, links. Halte deine Arme nach oben. Das schaffst du noch. Jede Seite noch zweimal. Letztes Mal. Okay, lass deine Arme schwingen, mal rechts und links. Schüttel sie aus. Genau. Schüttel mal nach unten deine Hände richtig aus. Okay, dann starten wir fließend gleich
in unserem Workout mit den Beinen beginnend. Stell deine Beine etwas weiter aus. Weiter als schulterweit. Fußspitzen leicht geöffnet. Und deine Hände legst du ineinander. Brust aufrecht. Setz dich nach unten bis maximal auf Kniehöhe und komm wieder hoch. Und runter, kurz halten und wieder hoch. Stell dir vor, hinter dir steht ein Stuhl und wieder hoch. Auf den möchtest du dich draufsetzen. Ja, deswegen musst du weiter den Po nach hinten und wieder hoch. Genau. Unten mal einen Moment halten. Step und hoch. Wundervoll. Tief und hoch. Wenn du unten bist, drück deine Knie etwas nach außen. Und wieder hoch. Runter, Knie aus. Und hoch. Jawohl. Dein Brustbein zeigt nach oben. Und hoch. Versuche den Oberkörper wenig nach vorne kippen zu lassen. Ja. Aufrecht zu halten. Und hoch. Okay. Wie viel schaffst du noch? Da geht noch ein bisschen was, oder? Noch zwei. Zwei. Kurz halten. Ja. Letztes Mal. Und dann bleibe hier. Und jetzt mal nur die Knie nach außen drücken. Raus und rein. Out and in. Jetzt muss es warm werden in den Oberschenkeln. Dann ist es gut. Okay. Noch einen kleinen Moment halten. So, die Knie außen. Komm langsam wieder hoch. Schüttel deine Beine kurz aus. Und dann schau mal, ich drehe mich jetzt zur Seite. Dein rechtes Bein hast du eingebeugt. Das linke stellst du nach hinten gestreckt. Und dann hebe das Bein nach oben an und wieder zurück. Soweit du schaffst. Hoch und zurück. Hoch. Und dein Standbein bringst du nach oben in die Streckung. Auch hier wird der Oberschenkel warm. Jawohl. Schieb das linke Bein so hoch du kannst. Ohne dass du einen Flitzebogen in den Rücken kriegst. Spannung im Bauch. Ja. Deine Hände, Daumen zur Decke, nach oben, mit zur Decke, mach dich lang, lang, wie ein Superman, Superwoman, good, Rücken, Po und die Beine. Wer trainiert hier? Die letzten zwei. Und dann wechsle zum anderen Bein. Anderes Bein nach hinten. Gestreckt. Bauchspannung, Brustspannung. Und dann hinter das rechte Bein hoch und senke. Hoch. Jawohl. Aus dem Standbein. Streck dich nach oben. Oberkörper leicht vor. Und dann nimm die Arme wieder mit. Lerne fliegen mit uns. Hoch. Wenn du die Arme hochnimmst, bringe Spannung in deine Brust. Öffne sie. Jawohl. Denke dran, du bist zu Hause. Du kannst deine Pause selbstständig wählen. Wird's warm bei euch? Noch vier. Okay. Kurzpause. Locker. Locker die Beine. Und dann starten wir in die zweite Runde. Die erste Runde war nur, um erstmal zu sehen, kann ich die Übung? Und in der zweiten Runde wird der Trainingseffekt perfekt. Die Füße weiter nach außen, Hände zusammen, Brust auf, setz dich. Bleibe unten einen Moment und komm hoch. Nochmal, Kniebeuge, tief. Und nach oben, yes. Tief. Jawohl. Atme. Und hoch. Wenn du unten bist, drück die Knie nach außen. Denke dran. Es aktiviert wieder den Po, ja? Also wer von gestern noch Muskelkater hat, spürt es jetzt wahrscheinlich. Immer wenn die Knie nach außen gehen. Wie viel schaffst du noch? Acht? Ja. Okay, ihr macht mal weiter. Ich schaue, ob jemand dazugekommen ist, der vielleicht Hilfe braucht. Noch sechs habt ihr, ja? Drin. Okay. Kopf tief. Hoch. Und wieder hoch. Die letzten zwei. Tief. Ja.
Und der letzte hält unten. Stop. Deine Knie nach außen. Komm. Out. Drück sie. Raus. Ah. Halte deine Brust aufrecht. Atme. Noch acht. Wenn du schaffst, noch acht. Oder du machst eine kurze Pause. Noch vier. Drei. Okay. Komm nach oben. Hoch. Jetzt ist warm. Ja? Hier so? Okay. Ich stelle mich wieder zur Seite, weil ich auch wenig Platz habe hier. Rechtes Bein ist Standbein. Linkes nach hinten gestreckt. Du bist weiß fokussiert. Hoch und tief. Drück dich nach oben. Und bewege auch dein linkes Bein hinten. Ja, das geht auch nach hinten hoch. Deine Fußspitze zum Schienbein gezogen. Komm, je größer die Bewegung, desto intensiver. Du kannst das Bein so weit du kannst nach hinten aussetzen. Dann wird es anstrengender. Oder du bleibst nur leicht eingebeugt. Ja? Entscheide selbst. Okay, mach deine Arme startklar. Daumen zur Decke. Schulter nach hinten. Ready, gib ab. La la la. Puh. Atme ein. Oh, das rechte Bein. Aber du schaffst nochmal vier. Komm. Vier. Mach mal vier Zugabe, wer noch nicht genug hat. Okay, die letzten zwei. Keine Pause. Wechsel, andere Seite. Andere Seite. Hoch und tief. Hoch und tief. Das müsste gehen. Jawohl. Probier deine Höhe aus. Ob du klein bleibst. Oder vielleicht ein bisschen weiter nach hinten. Und hoch. Nimm deine Arme wieder mit. Mach dich ganz lang. Ja. Halt die Bauchspanne. Bis in die Fingerspitzen. Machst du dich lang. Für die letzten acht. Komm, zähl mit. Acht. Noch sechs. Sehr gut. Alles super, Moment hier. Noch zwei. Locker deine Beine. Wie schaut's aus? Habt ihr die Beine gespürt? Ich auch. Du kannst gerne schon trinken, bevor es runter auf die Matte geht und wir uns der Brustmuskulatur widmen. Ja? Wer schon fertig ist, kommt nach unten auf die Matte. Die Hände weiter als schulterweit. Ah, ein bisschen weiter. Aber auf einer Linie zur Schulter. Nicht zu weit vorn, auf einer Linie. Entweder stehst du auf den Knien, hast die Knie ganz eng zusammen, dein Popo ganz flach oder auf den Fußspitzen. Das entscheidest du selbst. Wir machen jetzt Liegestütze. Okay, schau her. Nach unten, die Nase muss nicht den Boden berühren und hoch. Tief und nach oben hoch. Deine Ellbeuge, die Ellbogen, die zeigen nach hinten. Richtung Popo, ganz wichtig. Zieh deine Schultern weg von den Ohren und hoch. Wenn wer auf die Füße kommt, hat mehr Intensität. Wenn du weiter rankrabbelst und dein Po nach hinten rausschiebst, wird es leichter. Okay, du kannst auch ein bisschen schneller machen, wenn du willst. Ja, Brust und Trizeps. Noch vier. Wenn du noch vier schaffst. Zwei noch. Okay, kurze Pause. Setz die Knie ab. Dich nach hinten auf die Fersen. Mach deine Arme ganz lang. Streck dich. Aber stell die Fußspitzen auf. Fußspitzen aufgestellt. Und was machen wir jetzt? Wir schieben uns nach vorne in die Planke-Position. Nach vorn, sodass deine Schultern über den Händen sind und wieder zurück. Kurze Pause hier. Noch einmal nach vorn. Vor und wieder zurück. Schieb dich nach vorn über die Hände und wieder zurück. Spann Po und Bauch ganz fest an. Vor. Wenn dir das zu anstrengend ist, dann lass deine Knie stehen. Schieb dich nur so weit nach vor, dass dein Po nach unten ganz flach in einer Linie zum Rücken sich befindet. Vor. Ja. Gib vorne. Spann Bauch und Po an. Und zurück.
noch einmal vor und dann bleib einen Moment hinten, genieße hier hin. Okay. Seid ihr bereit für die zweite Runde? Brustmuskulatur. Entweder die Knie ganz eng zusammen oder die Fußspitzen. Je kürzer, desto leichter. Liegestütz, los geht's. Nach unten und wieder hoch. Deine Ellbogen zeigen nach hinten. Saubere Technik für ein gesundes Schultergelenk. Okay, der Rill kann natürlich schneller. Der geht schneller vorbei. Oha. Übrigens, unser Toni hat heute 7 Varianten des Liegestütz abgefilmt für euch. Falls ihr zu Hause noch ein bisschen mehr machen wollt, könnt ihr da nochmal nachschauen. Okay, die letzten 5. Wer es noch schafft. Ansonsten machen wir Pause. Noch 3. Einmal noch. Woohoo! Nach hinten. Auf die Pferde. Mach dich lang. Deine Fußspitzen bleiben aufgestellt. Weil es geht gleich wieder nach vorn. In die Plankeposition. Genieße noch einen kleinen Moment. Bist du bereit? Okay, schieb dich nach vorn. Los geht's. Bauch und Po anspannen und dann komm wieder zurück. So, du kannst die Knie, wie gesagt, stehen lassen, aber wichtig ist dann, hier nicht durchzuhängen und Bauch angespannt zu halten. Ja. Wenn dir das zu leicht ist, lass deine Knie hier hinten in der Luft und setz sie nicht mehr ab. Ja, lass sie in der Luft. Das soll für jeden etwas dabei sein. Leicht geschafft auf diese Runde. Komm einmal noch. Geschafft. Setz dich nach hinten. Letztes Mal. Lang. Okay. Brustmuskulatur, Schultermuskulatur auch abgehakt. Dann lasst uns jetzt einmal auf den Rücken drehen. Um für den Rücken und den Bauch etwas zu tun. Drehe dich einmal. In die Rückenlage. So. Ich hoffe, ihr seht mich jetzt alle noch. Eure Kamera ist gut aufgestellt. Okay, wir starten mit der Rückenmuskulatur. Der breite Rückenmuskel. Dazu stellt mal eure Ellbogen ganz eng, ganz nah an euren Rücken heran. Nehmt euch auf. Die Handinnenflächen zeigen zu euch. Eine Faust gemacht. Beide Füße aufgestellt. Bauch fest angespannt. Und jetzt versucht ich mal nach oben zu drücken. Der Bodenruderer hoch. Und dann legst du wieder ab. Hoch, einen Moment halten und wieder ablegen. Versuch dich hochzustellen. Richtig gute Übung für die Rückenmuskulatur. Ah, atme vorher tief ein und dann schaffst du es nach oben. Hoch. Juhu. Komm, versuch es. Hoch. Und zurück. Ich muss mal schauen, ob das klappt hier für euch. Ja, versuch dich hochzudrücken, genau. Soweit es geht, sodass du nur noch auf dem Popo sitzt. Komm, das schaffst du. Ich gebe euch nochmal 3 Wiederholungen. Schau mal, so weit nach oben. Du sitzt hier auf dem Popo. Ja? Und wieder zurück. Jawohl. Einmal noch. Einmal hoch. Halte und leg ab. Gut. Lass deine Füße aufgestellt. Deine Hände entweder hinter dem Kopf als Stütze. Bei unseren diagonalen Crunches. Oder auch frei hängen, wie du magst. Berühre diagonal einmal dein Knie. Komm zurück und wechsle es zur anderen Seite. Wenn du magst, kannst du auch schneller. Diagonal. Fingerspitze und Knie. Jawohl. Für die Körpermitte. Atme ein und nach oben aus. Das ist jetzt hier, um den Bauch ein bisschen warm zu kriegen. So, dass er brennt. Bleibe mal auf einer Seite und tippe ganz klein aufs Knie. Versuch jetzt ganz klein, immer auf einer Seite zu bleiben. Oben drauf zu kommen. Ja. Jetzt nur die schräge Bauchmuskulatur die ganze Zeit unter Spannung haben. Noch 4. Wechsle zur anderen Seite. Kopf. Ein bisschen höher. Halbe Zentimeter geht noch. Noch 8.
4. Okay, kurz lang machen, Arme über den Kopf, atme durch die Nase tief ein und aus und dann hol die Arme wieder zurück an deinen Oberkörper heran, zum Boden rudern, Schultern weg von den Ohren und schau mal, mach mal so ein kleines Hohlkreuz jetzt hier, du stehst schon, ich hoffe ihr seht das, auf dem Popo, auf dem Becken, die Brust ist erhoben und ganz stolz, der Bauch aber fest und jetzt stützt dich nach oben ab, sodass du auf dem Po sitzt, auf dem Steiß und wieder zurück. Und hoch, halte und zurück. Ja, zweite Runde klappt schon richtig gut. Oh. Es geht auch ohne Gewichte hier zu Hause. Komm, noch 8, schaffst du. Atme ein, nach oben aus. Uah, mach eine Faust. Mit jeder Wiederholung schaffst du es etwas höher. Vielleicht musst du die Ellbogen ein bisschen weiter nach hinten setzen. Ein bisschen weiter ran. Such dir deine Position. Ja, genau. Habe ich noch zwei noch? Der letzte. Oben halten. Schau mal, du machst keinen Crunch. Du hebst deinen Bauch und deine Brust. Fall nicht zusammen, okay? Und langsam zurück. Hinter dem Kopf die Arme positioniert. Diagonal. Berührst du wieder dein Knie und wechselst zur anderen Seite. Und gerne etwas schneller. Eine halbe Stunde ist kurz. Oh ja. Wir sind schon wieder fast durch. Schade. Oh. Gut, der Bauch ist gerade wieder so ein bisschen warm. Bleib auf einer Seite, pulsiere klein, berühre oben deine Kniescheibe. Versuch die Höhe zu erreichen. Du kannst deinen Arm auch rauslegen, wenn es dir angenehm ist. Noch 4. Wechsle zur anderen Seite. Zwischendurch mal atmen, dann schaffst du nochmal 8. Endspurt, 8 Zugabe, 8, 7, 6 und dann leg ab und mach dich lang. Strecke deine Arme, strecke deine Beine, atme tief ein und aus. Okay. Letzte Übung, wir sind noch nicht ganz fertig. Schnapp dir mal ein Bein, komm nach oben und setze deine Finger, deine Hände mal direkt hinter dem Po auf. Fingerspitzen zu dir. Ja. Und jetzt beug mal deine Arme ein, als würdest du dich nach hinten ablegen und streck dich wieder nach oben. Für die Trizeps, dann runter und wieder hoch. Deine Schultern sind von den Ohren entfernt. Jawohl. Zurück. Und wieder nach oben. Tief. Und drück dich das Ganze in die Streckung. Nur wenn du gestreckt bist, spürst du die Spannung. Tief. Und wieder hoch. Jawohl. Für die letzten 2 Minuten. Du kannst auch schneller machen. Aber fokussiere dich trotzdem auf die Streckung. Okay. Halte mal unten, stopp, Schultern weg von den Ohren, pulsiere hier ganz klein, und zwar eine Ellbeuge, schau hier, ja, genau, noch 8, 7, 4, 3, drück dich nach oben, raus, ach komm nach vorne, du hast es geschafft, yes, okay, kurzes Stretching, das gönnen wir uns noch. Atme mal tief ein, streck dich nach oben, lang. Und dann gib dir gleich einen Stretch für den Trizeps. Rechter Arm hinter den Kopf, linke Ellbogen schnappst du dir und dann zieh mal hinter den Kopf lang. Genau den hast du hoffentlich gespürt. Okay. Wechsle die Seite. Andere Seite. Vielleicht ist es dir auch angenehmer, die Beine nach vorne zu legen. Entscheide selbst. So wie es für dich passt.
Senke deine Arme, kreis die Schulter. Auch die spürst du vielleicht vom Liegestütz, vom Boden rührend. Deswegen senk deine Schultern mal ganz tief, leg deinen Kopf nach rechts und die linke Schulter drückt weit nach unten. Atme in die Spannung hinein. Noch kurz halten. Dann wechsel die Seite. Kopf nach links. Rechte Schulter löst die Spannung aus. Atme tief ein und aus. Löst die Spannung etwas und lass den Kopf kreisen im Halbkreis. Von einer Schulter übers Brustbein zur anderen Schulter. Einen Halbkreis noch in die Mitte. Komm nochmal ins Schulterkreisen. Dann kommen wir nach oben in den Stand, um auch die Beine ein bisschen aufzudehnen. Entweder schaffst du es alleine oder du hältst dich an deinem Mitbewohner fest. Schnapp dir ein Bein, soweit es geht zum Bein, weg von der Fußspitze. Schieb das Becken nach vorne, das Knie zurück. Deine Brust ist ganz stolz. Spür die Spannung im Oberschenkel, in der Hüfte. Okay, wir machen es ein bisschen schwerer. Nimm das Bein mal nach vorne. Kannst du so stehen, auf den linken Oberschenkel. Oh oh. Probier mal, dich hinzusetzen und das Knie so weit du kannst nach außen zu drücken. Uhu! Und jetzt tanz mit mir. Okay, sehr gut. Okay, wechsel die Seite. Andere Seite. Schieb den Becken nach vorne. Schau nochmal, Knie zurück auf Höhe des anderen Beines. Bauch und Po fest. Brust stolz. Okay, jetzt in die schwierige Position. Löst dein Bein, leg den Fuß aufs linke Bein, Knie nach außen und jetzt setz dich. Yes. Das habt ihr sehr gut gemacht. Das dehnt den Po gleich von gestern, ja? Okay, löst, lockert einmal die Beine, lockert den Po. Lasst die Arme mal schwingen. Ja, schüttelt euch mal richtig aus hier. Zweiten Tag, zweiten Arbeitstag vielleicht, wenn ihr Glück habt. Und dann atmet nochmal tief ein mit mir. Tief ein. Und zusammen über den Kopf. Vor der Brust nach unten. Die Hände zum Herzen. Die Finger zum Herzen. Dankeschön, es war mir wieder eine Freude. Danke fürs Mitmachen. Ich schalte euch gleich wieder auf laut, dann könnt ihr gleich noch was sagen.